So, zum 75. Mal. Finale! Finale! Komm, jetzt jubelt doch mal alle ein bisschen mit hier. Richtig kräftig, ein bisschen hier Stimmung machen und so weiter. Baldur's Gate 1, wir sind endlich vermutlich zum 73. Mal im Showdown gegen Sarenov oder so. Sarenok? Saverok? Ach, egal. Typ, der unbedingt der neue Baal werden möchte, angekommen. Und los geht's! Alter. Ich will diese Tür öffnen und schon wieder klippen die aneinander. Ohne Worte. Was war denn das jetzt für ein Aber Geräusch hier? selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Ach, guck mal, der Sensenmann. Er ist. Ja, super. Wer soll denn sonst. Alter, what the fuck? Niemand sonst tretet mir gegenüber. Tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber. Ja. Lag das jetzt daran, weil ich da auf das Symbol drauf getrampelt bin? Es dürfte nie so schwer sein. Nein, das Ding sagt einfach, hier sind überall Fallen, die nur darauf warten, ausgelöst zu werden. Ja, dann, weißt du was? Schlafen wir doch mal eine Runde. Wir haben eine Falle ausgelöst. Schlafen gehen. Haben wir eine Falle ausgelöst? Schlafen gehen. Immer wieder schlafen gehen. Sobald wir eine Falle ausgelöst haben, schlafen gehen. So gut wie erledigt. Jetzt mal im Ernst, why not? In der Tat, ihr gehört zur Familie. Niemand sonst hätte es mit mir von Angesicht zu Angesicht aufnehmen können. Doch dies wird euch nichts nützen. Ich werde schließlich die Herrschaft übernehmen und in den Reichen wird ein neues Zeitalter anbrechen. Wow, endlich mal ein vollständig synchronisierter Text. Ich bin begeistert. Wurde ja auch mal Zeit. Ihr seid verrückt. Verrückt seid ihr. Was erhofft ihr euch davon, einen toten Gott wieder zum Leben zu erwecken? Euren üblen Machenschaften wird hier erst ein Ende gesetzt. Dieser Gott ist, bleibt tot und ihr werdet ihm Gesellschaft leisten. Nee, was habt ihr davon? Vater Baal ist tot, doch mit dem Gemetzel, das ich inszenieren werde, werde ich beweisen, dass ich sein würdigster Nachfolger bin. Durch mich wird seine Macht aus der Asche auferstehen. Die Straßen werden voll Blut sein, wenn ich meine Arbeit beende. Ich wette, dass wenn Baal, dass Baal komplett mit allen Gedanken in ihn übergeht, der wird einfach, sobald du Baal bist, bist du nicht mehr du. Dann bist du Baal. Ja, das ist wie mit den Borg. So, ja, ich werde der neue Borg. Ich werde Oberborg. Und dann so, nee, du bist jetzt einer von allen. Und was, wenn ich beweisen kann, dass ich diese Macht mehr verdiene? Ach nee, Nachfolger, Gottheiten sind nicht dafür bekannt, freiwillig ihre Macht zu teilen. Tretet mir gegenüber! Tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber! Genau, Narr! Ich wünsche nicht, meine Macht wiederherzustellen, sondern nur, sie in mir erstehen zu lassen. Mit dem göttlichen Blut, das durch diese Adern fließt, werde ich die Macht über das, was er so töricht verloren hat, an mich nehmen. Ich werde Baal sein. Das ist das einzig akzeptable Ergebnis. Uns bleibt lediglich, diese Sache so abzuschließen, wie es unsere Herkunft gebührt. Tretet mir gegenüber, tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber. Angelo, Tarzok, zeigt euch, damit wir das hier beenden. Natürlich kann er das nicht alleine, ne? Was für ein Kacklappen. Aber weißt du was? Das ist mir egal. Ich gehe jetzt auch vor die Tür.
Ey, ernsthaft? Das ist doch für den Arsch mit diesem Kack. Ja, so gut wie erledigt. Aha. Jetzt rette ich die Lage. Oh! Ihr habt wie befohlen. Und ich kann ihn natürlich auch nicht raus, ne? Wenn der Kampf losgeht. Ey, super gut gemacht. Super geil. Komm ich direkt wieder Bock auf mehr. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor sie weiterziehen können. Kann man so Fallen deaktivieren? Es gibt die Fähigkeit Fallen erkennen. Aber das bringt einem halt eben nichts, weil die Charaktere dann doch einfach reinlaufen. Die letzten Vollnarren. Aber selbstverständlich. So, das war gerade sehr, sehr lucky. Weil einer der schlimmsten Fallen ist jetzt ausgelöst worden. Hat aber keinen erwischt. So gut wie erledigt. Würde ich meinen. Perfekt. Ja. Solche Tränke kann man natürlich auch nehmen. Dazu werde ich aber kommen, sobald ich mit den ganzen blöden Fallen einigermaßen zurechtgekommen bin. Okay, also ich glaube, man darf wirklich diese Oberfläche nicht berühren. Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. So, dann gucke ich jetzt mal. Nachdem ich hier nach... In der Tat, ihr gehört bla bla bla. So, das ist okay. Wo seid ihr? Ihr seid relativ gut irgendwo. Gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Hand auflegen. Ach so, ja, super. Da sind wieder zwei paralysiert, ey. So ein Bockmist schon wieder. Ah, fuck, ey. Es ist so zum Kotzen, dieser random Scheiß. So gut wie erledigt. Warte mal. Ja, ich hau nochmal alles an Tränken raus, was geht. Das stimmt schon. Behälter öffnen. In den Rucksack. Bitte alle in den Rucksack. So, Schnelligkeitsöl nehmen wir mit. Gegengift. Trank des Feuerodems.
Der Trank des Feuerdämons gestattet die Kehle des Anwenders mit magischen Fähigkeiten aus. Einem Feuerkegel ausspeit, der Anwender nimmt den Trank in den Mund und spuckt ihn dann dem Gegner entgegen. Das Ziel erleidet 6W10 Schadenspunkte. Oh, das ist gut. Magieabwehrtrank nehmen wir mit. Trank der Steinform nehmen wir mit. Trank der Frostriesenstärke nehmen wir mit. Unverwundbarkeitstrank natürlich. Also was macht denn eigentlich, wir hatten doch diesen Heldentrank, was macht denn der hier? Trefferwertung mit. In den Rucksack damit. Dahin. 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 Und 4 dahin. So, dann. Unverwundbarkeitstrank. Auf jeden Fall an ihn. Heldentrank an ihn. Trank der Steinform. Ein dahin. Ein dahin. Ein dahin. Trank des Feuerodems. Kann er nehmen. Er, würde ich sagen. So, Behälter öffnen. Was haben wir noch? Trank der Macht. Reduziert, Trefferpunkte erhöht. Ne, schwierig. Konzentrationstrank. Magiewiderstandstrank. Da. Wendigkeitstränke sind gut. So, Heldentrank bleibt einmal hier. Dann Wendigkeitstrank einmal dahin, 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 dahin und dahin. So, was haben wir noch? Wendigkeitstrank haben wir. Konzentrationstrank an die Zauberer bitte. Trank der Frostriesenstärke. Stärke 21. Geht auf jeden Fall noch an Düftesonn. Magieabwehrtrank. Geht auf jeden Fall noch mit an Düftesonn. Fähigkeitsöl. Magiewiderstand. Ihn. Und dann drücken wir nochmal Spiel speichern. Und dann geht jetzt der Cocktail los. Trinken. Ah ne, den noch nicht. Trinken. Trinken. Wir zimmern uns jetzt einfach alles rein, was geht. Unverwundbarkeitstrank. Schwierig. Trank der Steinform nehmen wir mit. Wendigkeitstrank. Achso, ich hätte vielleicht auch hier direkt loslegen sollen. Trinken. Trinken. Hier wird alles getrunken, was geht.
Buff, 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 buff. Mal gucken, ob das wirklich was bringt. Wenn ich das hier so mache. Und ihnen einfach mal versuche, alles entgegenzudrücken. Und was jetzt? Aber selbstverständlich. Was ist jetzt mit ihr los? Warum? Wo geht's jetzt lang? Was hat Yahaira geschluckt, dass sie sich nicht bewegen kann? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Wie ihr wünscht. Ja, klappt doch. Also das war's nicht. Und nochmal. Aber selbstverständlich. Wo geht's jetzt lang? Sie macht schon wieder nichts. Ist verwirrt. Warum ist sie verwirrt? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Meine Lieben. Na gut, dann probieren wir es halt eben nicht mit dem Trank der Steinform. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja. Wieder verwirrt. Wo geht's jetzt lang? Ist geschützt, ist verwirrt. Schutz vor Magie, Elektrizität. Also wie kann ich ihn jetzt bei ihr die Verwirrung aufheben? Gibt's da eine Möglichkeit? Vampirgriff, Gift verlangsamen. Ihr habt gerufen? Jetzt nichts. Und was jetzt? Das ist doch zum... Warum, wo kommt auf einmal diese Verwirrung ständig her bei ihr? Ist das jetzt so ein Standardzustand bei ihr, oder wie? Kriegt halt eben nichts. Kann ja wohl nicht wahr sein, Alter, ganz im Ernst. Die hier einfach beim Trinken von irgendwelchen Ölen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Dass sie nicht in einer totalen Verwirrung ausartet, oder? Geht's jetzt lang? So gut wie erledigt. In der Tat, ihr gehört bla 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 bla. Ja, wir feuern
die Feuerbälle auf jeden Fall auf Sarevok. Was ist es dies? Ich tu's. Welche natürlich auf unsere Zauberer geht und... Ich habe doch hier eigentlich einen Unverwundbarkeitstrank gezündet, oder? Nee, habe ich nicht. Dann sollte er den mal zünden. Es ist doch ein Joke, Alter. Sag mal, wie krass muss ich denn hier jetzt gelevelt sein, um da irgendwie gegen anstinken zu können? Wenn niemand besser geeignet ist. Ja. So gut wie erledigt. In der Tat. Tretet mir gegenüber. Tretet gerecht. Da kannst du nichts machen, ne? Da kannst du nichts machen. Die kommen hier einfach zwei, drei Schüsse an. Ach so, ja, klar, natürlich. Chaos. Chaos, Chaos. Ja, alles klar. GG. Das ist ein Joke, Alter. Das ist so ein Joke, was die hier wieder veranstalten. Da wird hier einfach alles entgegengefeuert. So und so. Ich finde es echt zum Kotzen. Ja. Vor allem, es bringt auch nichts, irgendwelche Tränke reinzuwerfen. So. Unverwundbarkeitstrank. Dieser Trank verleiht hohe Widerstandsfähigkeit gegen jede Art von Angriffen und einen Bonus auf alle Rettungswürfe. Sag mal, wie lange ist denn eine Stunde in diesem Game? Mein ganzer Spaß, eine Stunde lang hält. Gut, also im Grunde bringt dieser Unverwundbarkeitstrank einfach scheinbar gar nichts. Ja. Oder ich kann einfach nicht mehr als einen Trank drin haben. Ja. Ja. So, und unser Fräulein hast du nicht gesehen, ist natürlich gleich verwirrt. Und was jetzt? Doch nicht, okay. Gut, das mit dem allen Schaden auf Sarevok konzentrieren habe ich schon gemacht. Das hat nichts gebracht. So, da haben mich einfach... Alle anderen. Diese gesamten Kacklappen drumherum. Mist gebaut. So, Unverwundbarkeitstrank, ne? Hier erstmal Hälfte der Lebenspunkte verloren. Just saying. Zugelassenen Kleriker! So gut wie erledigt!
Tot. Unverwundbarkeitstrank. Hält eine Stunde. Ey, das ist einfach nur ein Joke. Das ist nur ein Joke. Ich meine, na, du bekommst hier... Ich muss im Grunde jetzt einfach hart rumgrinden. Nur um diese scheiß... nur mir meine Fähigkeiten. Oder nein, das... Ach, keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ganz im Ernst. Einfach nur lächerlich. Ja? Es dürfte nie so schwer sein. In der Tat, ihr gehört zur Familie. Niemand sonst hätte es mit mir von Angesicht zu... Tretet mir gegenüber! Trete den neuen Herrn des Todes gegenüber! Ja, super. Ich habe gerade einfach mal drei meiner Charaktere verloren, die jetzt im Chaos sind. Und jetzt hier wirr durch die Gegend laufen. Achso, jetzt alle. Ich kann nichts machen. Meine Charaktere sind jetzt nicht mehr in der Lage, gesteuert zu werden. No joke. Kann nichts machen. Gar nichts. Ja. Ach so, ja, super. Du, das ist kein Final Fantasy. Hier gibt es keine Phönixfedern oder so. Ich müsste zu einem Kleriker gehen, aber ich kann hier aus diesem Raum nicht raus, sobald ich die angreife. So, nein, das ist kein Japano-Rollenspiel. Das ist eine versuchte Umsetzung eines Dungeons & Dragons Abenteuers. Und ich sage jetzt bewusst versucht. Weil, Alter, so unfair kann man keinem Spieler gegenüber sein. Egal, ob es ein Showdown ist oder sonst irgendwas. Ich meine, dir wird ja die Kontrolle über deinen Charakter komplett weggenommen. Das ist so, als ob dir der Meister im D&D sagt, ja, sorry, gebt mal eure Charakterbögen her. So, ich würfel jetzt für euch. On 1, 1, 1, 1, 1, 1, oh, sorry, ihr seid tot. So, und das alles hinter seinem Schirm, sodass keiner gucken kann, was du machst. Und was jetzt? Richtiger Bullshit. Richtiger Bullshit hier. So, gut wie so, die Gegner teleportieren sich natürlich quer durch die ganze quer durch das ganze Ding. Und Verwundbarkeitstrank. Gleich erstmal einen Schaden genommen. Wo geht's jetzt lang? Ja, es dürfte nie so schwer sein. In der Tat, ihr tretet mir gegenüber. Tretet den neuen Herrn des Todes gegenüber. Ihr habt gerufen? Aha. Achso, die erste kann schon wieder nicht angreifen. Willst du nur gesagt haben? Speichern bringt mir einen feuchten Kehricht gerade. Unverwundbarkeitstrank, Alter, fick dich doch!